Herzlich willkommen bei dieser Traumreise zum Einschlafen. Auch heute erfülle ich wieder einen Zuschauerwunsch. Mein Name ist Marco Neumann und schon gleich werden wir uns auf eine atemberaubende Bootsfahrt über den Nil begeben und Ägypten hautnah erleben. Jedoch mit einer Besonderheit. Auf unserer Reise werden wir die Grenzen der Zeit durchbrechen und Ägypten auch in seiner strahlenden Vergangenheit entdecken. Lass dich also überraschen, was dich auf dieser magischen Traumreise erwartet. Wie immer freue ich mich über deine Bewertung und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und nun wünsche ich dir eine gute Erholung. Bevor wir uns in die wohltuende Einschlafgeschichte begeben, möchte ich dich einladen, einen Moment lang in deine eigene Entspannung einzutauchen. Nimm dir Zeit, dich in eine gemütliche Position zu bringen und schließe sanft deine Augen. Spüre, wie sich allmählich eine angenehme Ruhe in dir ausbreitet, während du dich auf den gegenwärtigen Moment konzentrierst. Atme nun bewusst und tief durch die Nase ein. Und atme langsam durch den Mund aus. Lass dabei alle Anspannungen mit jedem Atemzug los, als ob sie sich in Luft auflöst. Spüre, wie du dich mit jedem Ausatmen leichter und gelassener fühlst. Atme weiterhin auf diese Weise und nimm dir Zeit, um den Moment voll und ganz zu genießen. Während du dich auf deine Atmung konzentrierst, beginne deinen Körper bewusst wahrzunehmen. Nimm wahr, wie sich deine Muskeln entspannen und sich eine wohltuende Schwere in deinem Körper ausbreitet. Dein Körper sinkt sanft in die Unterlage, auf der du liegst, und du spürst, wie du dich immer tiefer in die Gemütlichkeit dieses Zustandes hineingleiten lässt. Gib dir selbst die Erlaubnis, in diesem Moment ganz bei dir zu sein, ohne Druck oder Erwartungen.
erlaube dir, dich von allen Gedanken und Sorgen des Tages zu lösen und in diese innere Stille einzutauchen. Du bist im Hier und Jetzt, in einem Zustand wohltuender Entspannung. Wenn du möchtest, kannst du deine Aufmerksamkeit auf die Empfindungen deines Körpers lenken. Das leichte Kribbeln in deinen Händen und Füßen. Das ruhige Pulsieren deines Herzens. Oder das sanfte Heben und Senken deines Bauches bei jedem Atemzug. Lass dich von diesen Empfindungen führen und vertiefe deine Entspannung. Spüre, wie dein Atem jetzt ruhig und gleichmäßig fließt, ganz von alleine, ohne Anstrengung. Du befindest dich in einem Zustand innerer Gelassenheit und Frieden. Genieße diesen Moment der Entspannung und erlaube dir, vollkommen loszulassen. In diesem Zustand der inneren Ruhe und Gelassenheit bist du nun bereit für die bevorstehende Einschlafgeschichte. Lass dich von ihr auf eine wundervolle Reise mitnehmen, an einen Ort der Geborgenheit und Freude. Tauche in die Geschichte ein. Und lass dich sanft in den Schlaf begleiten. Stell dir nun vor, es ist früher Morgen in der Nähe von Kairo. Vom Trubel der Stadt ist hier nichts zu spüren. Die ägyptische Morgensonne begrüßt dich mit ihren ersten Strahlen, als du das Ufer des Nils erreichst. Das Ausflugsboot, eine traditionelle Felucke, wiegt sich sanft in den ruhigen Wellen, die von den vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiffen ausgehen. Unser Bootsführer, ein freundlicher alter Mann namens Hakim, winkt dir mit einem warmen Lächeln zu. Er ist in einem traditionell ägyptischen Gewand gekleidet.
Du befindest dich in einer kleinen Gruppe von Reisenden aus aller Welt. Euch umgibt ein leises Murmeln von Gesprächen und Gelächter, während ihr an Bord geht. Begleitet von dem leisen Plätschern des Flusses. Ihr helft euch einander an Bord, haltet euch an den straffen Seilen fest und stützt euch gegenseitig. An Deck angelangt, macht ihr es euch zwischen aufgestapelten Kissen und bunten, handgewebten Teppichen bequem, die das gesamte Boot bedecken. Die Feluke ist aus wunderschönem, dunklen Holz gefertigt und ihre bunten Stoffe erstrahlen regelrecht im Morgenlicht. Hakim begrüßt euch freundlich und erzählt, dass die heutige Nilbootsfahrt eine ganz besondere wird. Er beginnt damit, euch flussaufwärts zu führen. Auf den Kissen und Teppichen, die über das hölzerne Deck verteilt sind, lässt es sich perfekt aushalten. Die Feluke gleitet sanft auf dem Nil. Ihre großen weißen Segel flattern im Wind und der Kiel teilt sanft das smaragdgrüne Wasser. Der kühle Flusswind streift angenehm deine Haut und trägt den Blütenduft des Nilufers mit sich. Hier und jetzt ist dein Moment des Loslassens. Deine Muskeln und Sehnen lockern sich und werden angenehm warm und schwer. Jeder Atemzug erlaubt dir, noch tiefer in eine angenehme Ruhe zu gleiten. Die Elemente unserer Erde, die Sonne, das Wasser, der Wind wirken in perfekter Harmonie unendlich beruhigend. Langsam beginnt der Himmel sich von einem tiefen Indigo zu einem warmen Orange zu verfärben. Und ihr seht, wie die Sonne allmählich über dem Horizont erscheint. Ihr Licht taucht die Welt in ein goldenes Leuchten und wirft lange Schatten über das Wasser. Die Landschaft um dich herum ist eine Sinfonie von Leben und Farben. An den Ufern des Nils stehen majestätische Dattelpalmen, deren grüne Wedel im sanften Morgenlicht schimmern und interessante Schattengebilde auf das Wasser werfen. Im Hintergrund seht ihr größere Wohngebäude aus der Neuzeit,
den Anfang von Städten. Doch direkt am Ufer gleitet ihr an kleinen Dörfern vorbei, in denen das Leben gerade erst erwacht. Kinder winken euch vom Ufer aus zu. Mächtige Wasserbüffel baden im kühlen Nass des Flusses, während Esel an den grünen Ufern grasen. Wir sehen Arbeiter auf Feldern, die mit einfachen Werkzeugen das fruchtbare Land bearbeiten, und junge Bauern, die ihre Schafe und Ziegen hüten. Nach einiger Zeit breitet sich der Duft von frischem Tee aus. Hakim bereitet ihn in einer alten Kupferkanne über einer kleinen Feuerstelle zu. Hinzu gesellen sich die Frische des Flusswassers und das süße Aroma der umliegenden Felder und Blumen. Mit geschlossenen Augen könntest du dir fast vorstellen, dass du durch ein grünes Meer segelst, das von Blüten und Früchten gesäumt wird. Doch während ihr den frischen Tee genießt, den Sonnenaufgang bewundert und das sanfte Plätschern des Nils hört, beginnt eure Traumreise erst. Es ist der Anfang von etwas Magischem. Hakim greift zu einer alten Flöte und bittet alle, die Augen zu schließen. Er sagt, dass ihre Melodie magische Kräfte besäße. Die Flöte sei mit der antiken Zeit Ägyptens verbunden, und ein jeder, der ihre Melodie hört, könnte so zu ihr reisen. Und so beginnt Hakim ein Lied zu spielen. Die Noten schwingen in der Luft und tanzen über das Wasser. Versunken in der altertümlichen Musik entsteht so eine Verbindung zur Vergangenheit. Mit jedem Atemzug, jedem Herzschlag fühlt es sich an, als ob die Grenzen der Zeit verschwimmen, als ob das Hier und Jetzt den längst vergessenen Schatten der Vergangenheit weicht. Die Melodie verschwimmt, und als du deine Augen schließlich wieder öffnest, hat sich die Welt um dich herum verändert. Es ist Nacht. Und die Feluke ist einer prächtig geschmückten Barke gewichen. Ein königliches Schiff aus längst vergangenen Zeiten. Erstaunt nimmst du die Planken aus feinem Zedernholz wahr und Verzierungen von Gold und Halbedelsteinen. Statt der einfachen Segel ist das Schiff nun mit prachtvollen, leuchtend bunten Stoffen geschmückt.
verblüfft schaut sich ein jeder auf dem Schiff um. Hakim lächelt freundlich und heißt euch willkommen. Er erklärt, dass ihr euch im Ägypten des Neuen Reichs befindet, im 12. Jahrhundert vor Christus. An den Ufern des Nils stehen monumentale Statuen und prächtige Tempel, die die Nacht erhellen. Die Silhouetten erheben sich majestätisch gegen den Himmel. Die Konturen dieser prächtigen Strukturen, die in das warme Licht von Fackeln und Feuerstellen getaucht sind, zeugen von der Blütezeit der ägyptischen Architektur. Du spürst die vibrierende Energie dieser Epoche, das pulsierende Leben, das sich an den Ufern des Nils ausbreitet. Hakim erklärt, dass das Neue Reich oft als das goldene Zeitalter des pharaonischen Ägyptens bezeichnet wird. Wir befinden uns in einer Epoche, in der Ägypten eine kulturelle Vorherrschaft erreicht hat. Das Schiff gleitet nun weiter auswärts. Die majestätischen Tempel und Häuser am Nilufer werden kleiner, bis nur noch das Funkeln der Sterne die Umgebung beleuchtet. Seht ihr das? Fragt Hakim und zeigt auf eine dunkle Silhouette in der Ferne. Das ist eine der älteren Pyramiden aus dem Alten Reich, lange vor dieser Zeit. Trotz der Dunkelheit könnt ihr alle die massive Form und die präzise Geometrie der Pyramide erkennen. Sie ist perfekt erhalten. Selbst in ihrer Dunkelheit strahlt sie eine majestätische, zeitlose Aura aus. Obwohl die Pharaonen des Neuen Reichs ihre Begräbnispraktiken geändert und anstelle von Pyramiden prächtige Grabanlagen im Tal der Könige errichtet haben, bleiben die Pyramiden ein kraftvolles Symbol des alten Ägyptens, erklärt Hakim. Sie repräsentieren die Ewigkeit, den Aufstieg zum Himmel und die göttliche Verbindung des Pharaos. Nun ist ein Moment zum Innehalten und eventuell spürst du auch eine Verbindung, eine Kraft in dir. Während ihr unter dem funkelnden Sternenzelt entlang des Nils gleitet und auf die ferne Pyramide blickt, scheint es, als würdet ihr einen neuen Einblick in das Bewusstsein des alten Ägyptens gewinnen, das von einer tiefen Achtung vor dem Göttlichen und dem Unbekannten geprägt ist.
ihr sitzt zusammen unter dem funkelnden Sternenhimmel, teilt eure Eindrücke und Erlebnisse und lauscht den faszinierenden Geschichten, die Hakim zu erzählen hat. Und während der Mond hoch über dem Nil steht, schließt du die Augen und lässt die Magie des alten Ägyptens, die nun ein Teil von dir geworden ist, in dir wirken. Hakim lehnt sich zurück, seine Augen fest auf die Silhouette der fernen Pyramide gerichtet. Könnt ihr euch vorstellen, beginnt er mit ruhiger Stimme, dass jeder dieser Steine von Hand gemeißelt wurde? Von Menschen, die so fest an das glaubten, was sie taten, dass sie bereit waren, ihr ganzes Leben dieser Aufgabe zu widmen. Könnt ihr euch die Lieder vorstellen, die sie gesungen haben? Die Geschichten, die sie erzählten, während sie so hart unter der Sonne arbeiteten? Während ihr euch weiter von der Pyramide entfernt, wendet Hakim die Barke wieder weiter flussaufwärts. Es gibt noch etwas, das ich euch zeigen möchte, sagt er mit einem warmen Lächeln. Mit der Strömung des Nils gleitet ihr weiter in die Nacht. Tiefe Ruhe und Sicherheit breitet sich aus. Eure Barke legt schließlich an einem sandigen Ufer an, das durch das flackernde Licht einer einzelnen Fackel beleuchtet wird. Willkommen im Tal der Könige, sagt Hakim, während er euch hilft, aus der Barke zu steigen. Das Tal der Könige, eine der wichtigsten Begräbnisstätten des Neuen Reiches, ist ein Ort von immenser Bedeutung. Hier werden die mächtigen Pharaonen beigesetzt. Mit einer Fackel in der Hand führt uns Hakim durch die Monumente. Das Neue Reich, erklärt Hakim, markiert eine Ära von großem Wohlstand für Ägypten. Die Pharaonen dieses Zeitalters haben ihr Reich ausgebaut und ihre Macht durch die Errichtung von Monumenten und Tempeln, wie die, die wir sehen, demonstriert. Und so erkundet ihr die komplexen Grabstätten, die in den Felsen gehauen wurden. Obwohl ihr nur einen kleinen Teil dieser massiven Strukturen sehen könnt,
gibt euch jeder Schritt einen Einblick in das tiefe Verständnis der Ägypter vom Jenseits. Die Wände der Grabkammern sind mit detaillierten Hieroglyphen und farbenfrohen Malereien verziert, die das Leben der Pharaonen und ihre Reise ins Jenseits darstellen. Jeder Stein, jedes Relief, jede Hieroglyphe erzählt eine Geschichte. Geschichten von Macht, Göttlichkeit und Ewigkeit. Geschichten, die die Ägypter des Neuen Reichs uns durch die Jahrtausende hindurch erzählen wollten. Zurück auf der Barke geht es wieder zurück auf den Nil. Sanft reflektieren die Sterne auf dem Wasser. Eine tiefe Zufriedenheit breitet sich in dir aus. Dankbarkeit für dieses Erlebnis. Du sitzt da, eingehüllt ins Licht der Sterne und die warmen Kissen und Teppiche unter dir. Die Stille ist fast greifbar, nur unterbrochen von dem leisen Plätschern des Nils und dem Flüstern des Windes. Und so schließt du deine Augen. Hakim nimmt wieder die Flöte, spielt seine Melodie und mit jedem Atemzug, jeder Sekunde gelangst du wieder zurück in deine Zeit. Als Hakim seine Melodie beendet hat, befindest du dich wieder auf dem Deck der Felucke. Sanft schaukelt sie auf den Wellen des Nils und das leise Plätschern des Wassers wirkt wie eine sanfte Melodie, die dich langsam in einen tiefen Entspannungszustand versetzt. Inzwischen hat auch im Hier und Jetzt die Nacht Einzug gehalten und der Himmel über dir ist mit unzähligen funkelnden Sternen übersät. Ihre glitzernden Lichter spiegeln sich im ruhigen Fluss des Nils wider,
und erinnern dich daran, dass sie seit Jahrtausenden Zeuge der Geschichte sind. Um dich herum sitzen deine Mitreisenden. Ihre Gesichter im Mondlicht leicht beleuchtet. Und ein jeder hat ein bezauberndes Lächeln auf den Lippen. Ihr seid alle von dieser surrealen Reise durch die Zeit berührt, die euch das prachtvolle Ägypten mit all seinen majestätischen Schönheiten näher gebracht hat. Ein angenehmes Gefühl der Zufriedenheit erfüllt dein Inneres, während du den sternenklaren Himmel betrachtest. Die Konstellationen sind die gleichen wie vor tausenden von Jahren, und du fühlst dich mit der Geschichte des Universums auf eine besondere Weise verbunden. Du lehnst dich zurück, deine müden Glieder entspannen sich vollkommen und die weichen Kissen unter dir schmiegen sich liebevoll an deinen Körper. Eine frische Brise des Windes streift sanft über dein Gesicht und bringt eine angenehme Kühle in die warme Nacht. Du spürst, wie deine Augenlider langsam schwerer werden. Und du gibst dich dem beruhigenden Rhythmus des Nils und dem sanften Schaukeln der Filuke hin. Deine Gedanken verlieren sich in der sanften Kulisse der Nacht, und du wirst müder und müder. Die Geräusche des Wassers wirken beruhigend auf deine Sinne, und du lässt dich von ihnen wiegen. Das leise Plätschern wird zu einer meditativen Melodie, die dich tiefer und tiefer in die Entspannung führt. Dein Atem wird ruhiger und gleichmäßiger, während du dich in die Arme des Schlafes sinken lässt.
Das Schaukeln des Bootes wird zur sanften Wiege, die dich in angenehme Träume begleitet. Jeder Atemzug lässt dich tiefer schlummern und du spürst, wie du dich in eine andere Welt hineinbewegst. Eine Welt der Ruhe, des Friedens und der Geborgenheit. Lass dich von den warmen Fluten des Nils und den fernen Sternen am Himmel in eine erholsame Nacht begleiten. Du bist sicher und geborgen auf dieser magischen Reise durch die Zeit. Die unvergesslichen Eindrücke von Ägyptens Schönheit und die Erinnerungen an die Zeit der Pharaonen werden dich in deinen Träumen begleiten, bis du sanft in einen tiefen und erholsamen Schlaf gleitest.